Ja, wunderbar. Herzlichen Dank nochmal an alle. Festveranstaltung ist natürlich Hermann von Helmholtz, Metrologie, gestern, heute und morgen. Und wir haben wieder im letzten Jahr auch angeregt durch unser Kuratorium intensiv Gedanken gemacht, wo geht denn die Metrologie hin? Was ist denn tatsächlich die Zukunft? Und jetzt wird es eingespielt? Ja, okay. Ja, danke schön. Wo geht's hin? Und das ist natürlich schwierig. Keiner weiß, was die Zukunft bringt und wo es wirklich hingehen kann. Aber welche Strukturen brauchen wir? Was erahnen wir vielleicht? Auch wir sind, Sie haben das gesagt, Frau von Siemens, wir sind uns sicher eigentlich, dass wir in einer Zeit riesiger Umbrüche leben, die wir irgendwie meistern müssen. Und die Frage ist, wie kommen wir da voran? Also was sind die Wege in die Zukunft, wie wir sie vielleicht erahnen? Wir wissen sie natürlich nicht. Und wenn wir versuchen, etwas zu erahnen, ist es immer ganz gut, in unsicheren Zeiten, in unsicheren Gewässern, wenn man vielleicht nochmal zurückguckt, was haben die beiden gemacht? Also ich glaube, in solchen Zeiten ist es wichtig, auf der einen Seite... Ihr Headset ist gerade ausgefallen. Mein Headset ist ausgefallen, okay. Genau. Könnten Sie es mal kurz rausholen? Haben Sie mich trotzdem gehört? Ja. Aber die im Internet hören Sie ja dann. Am Internet hören Sie mich nicht, okay, ja, das ist ganz schlecht. Können Sie das mal kurz rausholen? Ja, so ist das. Genau. Sprechen Sie nochmal jetzt? Ja, hallo? Ja, genau. Ah, jetzt haben wir. Ah, ja, jetzt hört sich das besser an. Jetzt brauche ich auch gar nicht mehr so laut zu sprechen. Ja, in unsicheren Zeiten, in unsicheren Gewässern, wie wir es ja heute haben, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, erstens einen Kompass zu haben. Wo geht es eigentlich hin? Und zweitens, wir brauchen ab und zu mutige Entscheidungen. Und ich glaube, das sind die beiden Komponenten, die auch hier in diesen Personen, so ist zumindest mein Gefühl, ganz, ganz deutlich ja, verkörpert sind. Der Kompass sind unsere Werte, nach wie vor. Und ich glaube, Hermann von Helmholtz hat die voll unterschrieben. Auf der einen Seite Genauigkeit, immer präziser messen, immer genauer messen. Wir haben es von Herrn Höll gehört, wir haben es von Herrn Klitzing gehört. Das bringt uns immer weiter. Auf der anderen Seite aber auch Objektivität, Faktenwissen, Allgemeingültigkeit der Naturgesetze und schließlich Leidenschaft. Wir sind alle Menschen und es ist nicht so, dass am Schluss wir alles durch künstliche Intelligenz bestimmt haben wollen, sondern es muss eine menschliche Welt in der Zukunft sein. Drei Worte zur Genauigkeit und wir haben schon viel gehört, was man dadurch gewinnen kann, aber wie uns auch Genauigkeit, immer mehr Präzision zu mehr zu Großem führen kann, zu allgemeineren Erkenntnissen und genau das ist ein Weg, der Hermann von Helmholtz gegangen ist. Ich möchte Sie erinnern, das ist die Definition der Zeit, die Sekunde, die haben wir dadurch festgelegt, dass wir ein kleines Pendel haben in einem Atom, was ganz schnell schwingt und wir sagen, und das ist quantisiert, das ist festgelegt und wir sagen, genau so viele Schwingungen dieses kleinen Pendels in dem Atom ist eine Sekunde. Und damit können wir die Sekunde immer genauer realisieren, immer genauer darstellen und heute bei der PDB sind wir bei 16 Stellen hinter dem Komma, das ist mittig genau zur Realisierung weltweit. Wir generieren fast 50% in der Wertigkeit, weil unsere Uhren auch dauernd laufen, sehr selten ausfallen. 50% der Weltzeit tragen wir bei der PDB bei. Wir schaffen auch die Zeit für die Galileo-Satelliten. Frau Pedersoli von OHB ist hier da vom Kuratorium. Herzlich willkommen ganz nebenbei an der Stelle. Also immer genauer werden ist ein ganz klarer Weg in die Zukunft. Der wurde uns schon immer vorgegeben sozusagen, das können wir sehen. Und jetzt bei der Sekunde, Sie sehen, die wurde definiert 1967 und seitdem mit der gleichen Definition, das ist übrigens auch ein großer Vorteil dieses neuen Einheitensystems, wir brauchen die Definition nicht zu ändern, können genauer werden, ist die Viergrößenordnung besser geworden mit der PDB ganz unten mit der genauesten Realisierung. Allerdings, jetzt kommen wir an der Grenze, wir haben schon gehört, die Sekunde muss wahrscheinlich neu definiert werden, tatsächlich. Und das liegt daran, dass dieses Pendel mit einer bestimmten Frequenz schwingt und man kann nicht, noch genauer werden mit dieser Frequenz. Wir müssen also ein Pendel finden, was schneller schwingt und das sind sogenannte optische Uhren, optische Übergänge. Die haben wir seit den 90er Jahren und Sie sehen, mit diesen Uhren, mit diesen schnell schwingenden Pendeln sind wir jetzt schon sozusagen ein Faktor 100 besser als das, was wir mit der momentanen SI-Sekunde tatsächlich realisieren können. Und wieder ist die PDB ganz vorne mit dabei. Und jetzt kann man sich fragen, Herr Hell, wo ist jetzt hier die Grenze der Genauigkeit? Und da kann man keine Antwort geben an der Stelle. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ich kann nur ein
sehr berühmten Uhrenbauer zitieren aus dem Nist. Der ist noch jünger als ich und der sagt, also in seiner Lebenszeit geht er davon aus, dass er die Sekunde mit 21 Stellen hinter dem Komma genau wird messen können. Was bedeutet das, meine Damen und Herren? Also man vertieft sich, man wird immer präziser, man vertieft sich wirklich in die höchste Präzision sozusagen. Und damit kann man ganz allgemeine Dinge messen plötzlich. Ein Zentimeter, also wenn ich eine Uhr mit einer Präzision von 18 Stellen hinterm Komma genau um einen Zentimeter anhebe im Gravitationsfeld, geht sie genau 1 × 10⁻¹⁸ anders. Das heißt, ich kann das Gravitationsfeld der Erde ausmessen. Vollständig neue Anwendungen in der Geodäsie. Und wir haben eine solche Uhr, transportabel bei der PDB, weltweit die einzige, die wir durch die Gegend fahren und die Gravitation der Erde. Nach dem Einsteinschen Relativitätsgesetz, nämlich dass Zeit und Gravitation zusammenhängt, wollen wir vermessen. Wir können dunkle Materie suchen. Auch jetzt schon mit dieser Genauigkeit von 18 Stellen hinterm Komma. Denn wenn Materie, manche Art von dunkler Materie bei uns vorbeifliegt, sage ich mal, dann ticken die Uhren anders. Und wenn man das sehr genau vermisst, über große Distanzen, hunderte von Kilometern machen wir das, dann kann man schauen, gibt es die oder gibt es die nicht. Und genau das machen wir. Man kann grundsätzliche Symmetrien von Raum und Zeiten, das werden wir heute beim Helmholtz-Preis nochmal hören, das ist einer der Helmholtz-Preise, grundsätzliche Symmetrien von Raum und Zeit einfach durch sehr genaue Vermessung der Zeit unter unterschiedlichen Orientierungen vermessen. Und man kann Fragen, die eine wirklich fundamentale Frage stellen, sind denn die Fundamentalkonstanten, die Lichtgeschwindigkeit, die Planck-Konstante, die Elektronenladung, auf der unser jetziges Einheitensystem basiert, sind die denn tatsächlich konstant? Und auch an der Stelle machen wir hier, unsere Kollegen, die meistens sind hier, an der PDB, die weltweit genauesten Messungen, 18 Stellen hinterm Komma genau, können wir sagen, dass die Konstanten, auf der unser Einheitensystem momentan beruht, tatsächlich konstant sind. Und was wir hier sehen können, ich möchte es nochmal betonen, und das war auch ein Weg von Helmholtz, dass er sehr genau vermessen hat und dann zu sehr allgemeinen Schlussfolgerungen gekommen ist. Und genau das ist der Weg, der auch hier nochmal von Ebeling genauso dargestellt wurde. Die geniale Leistung von Helmholtz bestand aus heutiger Sicht in dem Vermögen aus den sehr komplexen, Sie haben das gesagt, Frau von Siemens, und unübersichtlichen Messresultaten. Aber ich würde hier noch dazufügen, durch sehr präzises Messen auch zur damaligen Zeit an der Stelle, durch ungeheure Abstraktion zu einem großen Naturgesetz vorgestoßen ist. Und genau das ist eine Richtung, die wir immer weitergehen. Definitiv. Also insofern, an der Stelle ist die Zukunft für uns klar. Wir messen immer genauer und immer präziser. Und wo das Ende ist, wissen wir nicht. Und das machen wir in der gesamten Quantenmetrologie. Ich könnte viele Beispiele nennen. Wir messen einzelne Magnetflussquanten. Wir messen einzelne Elektronen. Das sind die Quanten des Stroms, des elektrischen Stroms. Die Zeit hatte ich eben gerade gesagt. Wir messen einzelne Quanten des Lichtfeldes. Und das ist die Basis von Quantenkryptographie und Quantensimulation. Also das ist, durch die ganze PDB ziehen sich Quanten und das Quanten-SI sozusagen. Und damit wächst die PDB, und das hätte Hermann von Helmholtz sicherlich aufgefallen, die PDB wächst irgendwie auch etwas zusammen. Also früher gab es Optik und dann gab es Elektrik, dann gab es die Zeitmessungen und plötzlich basiert alles auf Quanten, auf ähnlichen Technologien. Und das ist eine der Wege, die wir sehen. Wir definieren Querschnittsthemen. Wir versuchen, die PDB Synergien zwischen den verschiedenen Bereichen durch Querschnittsthemen zu etablieren. Und das Quantentechnologie ist eines davon, aber es gibt viele andere. Und Sie sehen, da spiegeln sich auch die großen Probleme unserer Zeit wieder, Herausforderungen, würde ich sagen, Komplexität wieder, Umwelt und Klima, Medizin, Quantentechnologie, hatte ich schon gesagt, Energie und Digitalisierung. In den Quantentechnologien, hatte ich vieles schon gesagt, will ich auch nicht mehr ins Detail gehen, bauen wir gerade zwei neue Gebäude und machen viele schöne Dinge. Aber es geht uns auch darum, und das ist ganz, ganz wichtig jetzt als PDB, dass wir die Ausbildung in den Quantentechnologien weiterbringen, dass wir die Ausbildung in die Industriebetriebe bringen tatsächlich, dass die Kollegen, die schon lange nicht mehr an der Universität waren, wissen, was sie mit Quantentechnologien anfangen können.
damit wir bauen Hands-on-Labs, wo man wirklich probieren kann, wo die Ingenieure zu uns kommen können und wo sie spielen können sozusagen mit Quantensystemen. Und wir kümmern uns um Standardisierung und Normung. Ganz, ganz wichtig, damals bei den elektrischen Größen und jetzt sind es eben Quanten, wo wir uns darum auch kümmern müssen und das ist das, was wir machen wollen. Ja, wir haben Unterstützung gekriegt vom BMW. Wir konnten 10 neue Köpfe einstellen, Mitarbeiterinnen. Das ist auch hervorragend gelungen. Wir kriegen viele gute junge Leute hier bei der PDB und freuen uns sehr, dass es da vorangeht. Es gibt viel Geld bei den Quantentechnologien und auch da sind wir unterwegs zusammen mit vielen Partnern und da ist auch Sartorius und der Herr Baumfalk ist hier, den ich auch als Mitglied des Kuratoriums hier begrüßen darf, arbeiten wir zusammen um einen 50-Qubit-Quantencomputer in der Zukunft. In 5 Jahren, das ist das Ziel, das ehrgeizige Ziel, in 5 Jahren einen 50-Qubit-Quantencomputer zu bauen und dann hätten wir uns sehr weit in die Weltspitze vorbewegt. Ein anderes Thema ist die Medizin, auch ein Querschnittsthema über die ganze PDB hinweg und Sie kennen alle die PCR-Tests und da kriegt man dann gesagt, ja, das Virus ist im Körper oder nicht. Man bekommt aber nicht gesagt, wie viele Viren sind denn bei Ihnen in einem Kubikmillimeter Blut? Was ist die Viruslast? Und das ist in der Zukunft sehr, sehr, sehr wichtig. Das heißt also, wir als Metrologen wollen versuchen, quantitativ zu vermessen, was ist denn die relative Konzentration der Viren im Blut? Und den Herrn Professor Drosten, den kennen Sie alle, wir sind also in enger Zusammenarbeit mit der Charité, der hat uns Proben geliefert, schon im April gingen die ersten Messungen los und das ist jetzt so eine Vergleichsmessung mit unseren amerikanischen Kollegen auch, wo wir eine digitale und auf Tropfen basierte PCR anwenden und damit zu besser quantitativen Ergebnissen kommen, deutlich besser als das bisher ist. Und das ist sehr, sehr wichtig für die Zukunft, auch für Krankheiten wie AIDS, die man eigentlich im Augenblick nicht heilen kann, wo aber die Medikamentation entscheidend davon abhängt, wie ist die Viruslast im Körper. Deswegen müssen wir das wissen und deswegen hilft auch hier in der Medizin genaueres Messen immer weiter. Und an der Stelle freue ich mich auch, dass Berlin jetzt von der WHO zum Hub für Pandemic and Epidemic Intelligence geworden ist. Also Berlin ist ein Zentrum und da fühlen wir uns extrem wohl, auch in der Nachfolge von Virchow und von Hermann von Helmholtz sozusagen, die Vermessung des Lebendigen und wir, wie Sie sehen, nach wie vor leisten da wesentliche Beiträge. Es geht in die künstliche Intelligenz, Sie hatten das gesagt. In der Zukunft werden viele verschiedene Messmethoden zusammengeführt werden, viele Messwerte bis hin zur Metabolomics, Herr Jahn ist hier, der das sehr genau kennt, zusammengeführt werden müssen, bewertet werden müssen, was ist der Gesundheitszustand eines Menschen, das wird möglicherweise die KI machen, weil das Ganze so komplex ist, dass unser Gehirn diese Zusammenhänge nicht richtig wirklich sehen kann. Und auch da bedanke ich mich beim BMW. Im Konjunkturprogramm haben wir auch hier eine Menge Geld bekommen, um 10 Nachwuchswissenschaftlerinnen einzustellen. Und auch hier, wir kümmern uns um den Nachwuchs. Wir hatten mehr als 100 Bewerbungen, exzellente Bewerbungen. Und Sie sehen, das geht und wir kommen also an der Stelle voran. Und an der Stelle geht es natürlich ganz wesentlich darum, wir müssen ja am Schluss, es geht um Menschen, wenn die KI eine Analyse stellt und es geht um Therapien, es geht möglicherweise um Leben und Tod. Wir müssen wissen, wie arbeitet diese KI? Wie ist sie erklärbar? Ist sie robust? Welche Unsicherheiten sind mit dem Ergebnis verbunden? Und genau darum, was die Forscher, ich sage mal, nicht so ganz im Fokus haben, wir wollen ein Problem lösen, aber genau darum wollen wir uns kümmern mit diesen 10 Stellen und hoffentlich in der Zukunft auch noch mehr. Und das ist ganz, ganz wichtig, letztendlich um diese Technologien, wie Sie sagen, Frau Dörfoss, auf die Straße zu bringen. Denn wir bringen sie nicht auf die Straße, solange diese Probleme nicht gelöst sind, weil es wird keiner anwenden, wenn das Vertrauen in die Qualität nicht da ist. Ja, das sind Beispiele aus der Medizin. Wir kümmern uns um Energie, auch hier unterstützt durchs Wirtschaftsministerium ein Projekt von 10 Millionen, unterstützt Zentrum für Windenergie. Sie sehen hier ein winzig kleiner Mensch hier unten. Und wir messen riesige Drehmomente, wir vermessen große Getriebe, damit die Dinger nicht so schnell kaputt gehen und so weiter und so fort. Wir kümmern uns um Wärme.
Das ist die Anlage, die Sie da draußen sehen. Das ist die genaueste weltweit. Unsere Wärmezählerindustrie ist auch weltweit massiv unterwegs, sodass letztendlich diese Maschine, die Sie da draußen sehen, die Rückführung garantiert für 80% aller Wärmezähler, die in Europa verbaut sind. Wir kümmern uns um Photovoltaik. Auch da wurden wir gerade unterstützt vom BMW mit 4 Millionen Euro. Das sind alles kompetitive Projekte. Wir haben die genaueste Kalibrierung und Messung der Effizienz von Solarzellen. Weil unsere Anlagenbauer in Deutschland gut sind, die Photozellen kommen von China, aber unsere Anlagenbauer sind gut und die wollen wissen, wie gut sind denn die Solarmodule, die wir da einbauen, ist es dann letztendlich so, dass 50%, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 50% aller Solarmodule, die weltweit eingebaut sind, letztendlich auf unsere Anlage hier zurückgeführt sind. Und das ist genaues und präzises Messen und das ist Qualität. Ja, ich könnte so weitermachen, meine Damen und Herren. Digitalisierung ist ein Riesenthema. Was uns da ganz wesentlich vorantreibt, ist, dass wir diese Qualitätsprozesse, die hinter all den regulierten Messen stehen, also die Konformitätsbewertung, dass ihr Wärmezähler richtig geht, dass ihr Stromzähler richtig geht. Das ist ein komplexer Prozess und diese Prozesse wollen wir mit so einer Metrology Cloud, wo alle Beteiligten, auch die Eichbehörden, Herr Petit aus dem Kuratorium ist hier, herzlich willkommen, die Eichbehörden zugreifen können, die Marktüberwachung, also benannte Stellen, Hersteller, Verwender, alle können auf diese Daten, je nachdem, wie sie ihre Autorisierung haben, zugreifen. Und diese Prozesse wollen wir dann schneller machen. Und das ist QI Digital, ein Teil von QI Digital, was ebenfalls durchs BMW gefördert wird. Ganz herzlichen Dank auch dafür. Ja, und im Hintergrund, ich werde gleich nochmal kommen, damit wir uns alle verstehen, sind alles Messdaten, brauchen wir ein einheitliches Datenformat, Metadatenformat, sonst können die Sensoren und die verschiedenen Akteure hier nicht miteinander reden. Also das sind die Querschnittsthemen, die wir so für uns identifiziert haben. Und das heißt, wir arbeiten mehr und mehr themenorientiert, projektorientiert, nicht sehr versäult und versuchen die Komplexität einer Frage eben abzubilden. Aber das Leben ist noch komplizierter und wird noch komplizierter. Sie haben gesagt, es wird noch komplexer. Und da kann man mal versuchen, in eine Stadt der Zukunft zu schauen. Wie sieht die Stadt der Zukunft, die möglicherweise hier auch in Form von Siemensstadt teilweise begonnen wird oder realisiert wird? 50-80% der Weltbevölkerung werden in Städten leben. Wie werden die Städte aussehen? Wie wird die Versorgung aussehen? Welche Messungen und Metrologie wird benötigt, um dies alles zu hinterlegen? Welche Qualitätsinfrastruktur wird benötigt, um alles sicherzustellen, um komplexe, vernetzte Systeme zu verstehen, soweit es geht, zu kontrollieren und die Qualität sicherzustellen? Das ist die Frage, die uns ganz wichtig umtreibt. Das habe ich das ist eine Folie, die ich aus dem Foliensatz von Siemensstadt tatsächlich geklaut habe. Also in so einer Stadt gibt es Elektrizität, die wird durch grüne Anlagen, Photovoltaik, Windenergie über smarte Energienetze volatil erzeugt. Man muss es kontrollieren. Ist alleine schon ein extrem komplexes System. Das wiederum ist gekoppelt mit Batterien, mit Ladesäulen, mit autonomem Fahren. In einem Fahrzeug sind alleine 400 verschiedene Sensoren notwendig, damit das fährt. Wo ist es gerade? Lädt es gerade? Und so weiter. Wir brauchen in der Stadt, wir haben smarte Mobility, wir brauchen in der Stadt Wasser, grünes Gas, Kälte, wir brauchen Wärme für die Smart Buildings, für die Zukunft, also für eine zukünftige Fabrik, alles gekoppelt über 5G. Und wir brauchen natürlich eine Zukunft in der Medizin auch. Das steht auf dieser Folie von Siemens nicht drauf, aber ich glaube, das sollte noch drauf. Da ist es das Thema E-Health. Wie gehen alle Werte in der Medizin am Schluss zusammen, sodass wir mit künstlicher Intelligenz verstehen können, was ist denn der Gesundheitszustand eines Menschen und wie kann man eine entsprechende Therapie veranlassen. Was Sie sehen hier, dass Tausende von Sensoren in so einer zukünftigen Stadt irgendwie miteinander reden werden. Und Metrologie, wir kümmern uns um diese Sensoren und die Messwerte ist offensichtlich essentiell. Alles wird vernetzt sein, also alles, was hier blau ist, die Einzelgrößen, die messen wir schon mit höchster Genauigkeit, aber alles wird über 5G, über 6G möglicherweise, über Digitalisierung vernetzt sein.
Messdaten sind letztendlich die Grundlage dafür. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns hier auf wieder auf ein Einheitensystem einigen. Wir wissen, wir nehmen SI-Einheiten, das machen schon alle. Aber was ist in der digitalen Welt das Datenformat dafür? Und da haben wir jetzt in der Metakonvention unter Führung der PDB eine Arbeitsgruppe gegründet, die ein, das heißt SI, Digital Framework, wo dann versucht wird, zumindest ein dickes, richtig dickes Brett, versucht wird, ein weltweit abgestimmtes Metadatenformat für alle Messdaten zu definieren, sodass wir uns alle unterhalten können, definiert unterhalten können in dieser digitalen Welt. Die Metakonvention versucht sich zu etablieren als Vertrauensanker, wie wir das mit dem Kilogramm, mit der Sekunde, mit dem Meter gemacht haben, über mehr als 100 Jahre, als Vertrauensanker zu etablieren in einer digitalen Welt, um digitale Kalibrierscheine zu verteilen und anzuwenden in der Fabrik oder um auch Forschungsdaten sozusagen vergleichbar zu machen und damit über KI neue Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist also ein ganz, ganz dickes Brett, was wir momentan in der Meta-Konvention mit den 100 Staaten versuchen zu bohren. Und ich glaube, das ist eine neue Mission. Das ist sozusagen der neue Urmeter, die Daten, Metadatenformat ist das Urmeter der Zukunft, wie das Herr Hertich ab und zu mal ausdrückt. Ja. Es wird goldene Datensätze geben, die müssen zertifiziert werden. Wer macht das? Es ist nicht klar. Wir denken, dass die PDB in einer sehr guten Lage ist, das zu tun. Wir brauchen Algorithmen, die müssen kontrolliert werden, erklärbar, robust, verstehbar. Und zwar nicht nur beim autonomen Fahren, auch beim autonomen Fliegen, bei der künstlichen, also bei E-Health und so weiter und so fort. Das werden ähnliche Dinge sein und die, glaube ich, müssen wir auch von der PDB bearbeiten. Und das ist die Grundlage für all diese komplexen Produkte am Schluss, am Ende des Tages, ne, die uns alle umtreiben. Wir müssen diese Dinge verstehen, insbesondere immer dort, wo es reguliert ist, damit wir die Dinge tatsächlich auf die Straße bringen. Und dazu brauchen wir andere Modelle, wir brauchen andere Möglichkeiten, diese komplexen Dinge zu verstehen. Also wir sehen, das hat wirklich intensive Arbeit von vielen von uns, das ist jetzt nicht nur auf sozusagen meinem Mist gewachsen, sondern da ist wirklich die gesammelte Intelligenz der PDB dahinter und ein großer Teil des Kuratoriums hat mitgearbeitet. Wir sehen in der systemischen Metrologie tatsächlich eine wichtige zukünftige Betätigung. Und die systemische Metrologie beschäftigt sich damit, komplexe Systeme von unterschiedlichen Messverfahren und Sensoren sowie die Qualität von Daten und Rechenverfahren zu verstehen und zu charakterisieren. Und an der Stelle möchte ich auch gleich nochmal eine Einschränkung machen. Wenn das System groß genug ist mit Tausenden von Sensoren, dann werden wir das wahrscheinlich sogar aus prinzipiell wissenschaftlichen Gründen nicht so verstehen können, wie wir das eigentlich gewohnt sind, sondern wir können es vielleicht kontrollieren. Wir können auch einen Mensch, glaube ich, nicht verstehen, Gott sei Dank. Und das ist ein komplexes System, ein hochkomplexes System. Aber die Menschen ja, agieren in einer Weise, wie sie häufig zumindest, meist, hoffentlich, voraussehbar ist. Also das wird das Ziel sein. Und das ist die absolute Grundlage dafür, das nochmal ans Ministerium, dass wir in regulierten, innovativen und vernetzten Produkten die Nase vorne haben werden. Wir brauchen Standardisierung in dem Bereich, Datensätze und so weiter. Und wir brauchen die Metrologie, wir müssen verstanden haben, wie spielen diese Messwerte zusammen, um das in die Straße zu bringen. Und das ist unser Vorschlag, der beim BMW liegt, dafür auch andere Strukturen zu nehmen. Also die PDB ist dafür nicht unbedingt geeignet als Behörde mit verschiedenen Hemmnissen. Wir haben vorgeschlagen, ein Innovationszentrum für systemische Metrologie zu gründen, das sich auf der einen Seite darum kümmert, die Grundlagen zu erarbeiten. Das ist so ein fixer Kern, Grundlagen von erklärbarer KI und so weiter, für verschiedenste Anwendungen, nicht nur für eine. Und gleichzeitig aber versucht, diese Technologien auf die Straße zu bringen. Das ist das Wichtige. Das heißt, die Mitarbeiter da drin werden ständig in irgendwelchen Projekten arbeiten, sei es autonomes Fahren, sei es ein Digital Data Hub für Gesundheit, sei es für eine Stadt der Zukunft, eine Versorgung der Zukunft und so weiter.
Und das ist, wie wir, glaube ich, denken, dass wir jetzt Metrologie weiterdenken, in die Zukunft denken, wie wir Innovationszyklen verkürzen können. Denn wenn wir dann mit anderen Projektpartnern, und zwar mit allen, die wichtig sind, und das heißt, das inkludiert insbesondere auch die Gesellschaft. Wir müssen schauen, dass wir die Gesellschaft mitnehmen, soweit das geht. Den Letzten oder die Letzte werden wir nicht mitnehmen können. Aber wir müssen von Anfang an erklären, was wir da machen. Das inkludiert Ethikräte, die von Anfang an dabei sind, in diesen Projekten. Das ist also das Ziel in diesen Live Labs, wie wir das nennen. Die sind sehr nah an den Reallaboren vom BMW vorgeschlagen. Dort müssen wir es auch mal schaffen, Räume zu schaffen, in denen Gesetze mal ausgesetzt sind für eine Zeit, um moderne Produkte zu entwickeln, wo die Schutzziele, die wir haben, erfüllt sind, aber wo wir trotzdem experimentieren können und dann sagen können, wie soll denn das Gesetz aussehen, nicht umgekehrt, dass wir ständig sagen müssen, wir können das nicht, weil das Gesetz es nicht zulässt. Das kann die Zukunft nicht sein, sonst werden wir überholt. Und unser Ziel ist es, made in Germany, made in Europe. Wir müssen es europäisch denken, das ist vollkommen klar. Auch in Zukunft für solche komplexen Produkte. Und das wird die Zukunft sein, dort wird die Zukunft sein. Wir wollen nicht am Schluss sozusagen eine Steuerung einer Stadt von Chinesen kaufen, die das 5 Jahre vorher erledigt haben sozusagen und dann entweder dieses System nehmen oder 5 Jahre zurückhängen. Wir wollen es auch nicht von Amerika, von unseren Freunden in Amerika, die uns sehr, sehr viel näher sind, aber häufig doch anders denken als wir. Wir wollen unsere eigene Form von Sicherheit, unser Verständnis, unsere Kultur in diese komplexen Projekte auf die Straßen bringen. Wie das alles in einer Organisation abgebildet werden soll, das wird Ihnen heute Nachmittag näher gebracht werden von Frau Zipionka und Herr Schäfter. Wir haben schon mal einen Verein gegründet, da kann man Mitglied werden. Frau Zipionka ist die Geschäftsführerin. Wir wollen gestalten, wir wollen vorne mitspielen, wir wollen schneller sein, agiler sein. Wir können das an der PDB mit unseren Strukturen schwierig. Ne? Wir können nicht mit einzelnen Industriepartnern zusammenarbeiten, geht nicht, weil wir ja objektiv sein müssen und auch wollen, logischerweise. Das heißt, wir haben einen Kompass. Ich denke, wir wissen, wo es hingeht. Jetzt brauchen wir noch mutige Entscheidungen, vielleicht von der nächsten Regierung. Das ist zumindest unsere Hoffnung, dass wir dort an der Stelle weiterkommen. Und wir sind jetzt gerade noch mal dabei, eine Behörde 2.0 oder 4.0 oder was immer, wo die Punkte sind, jetzt gerade zu überlegen, wie wir auf der einen Seite das Vertrauen, die Nachhaltigkeit, die wir in der PDB als Behörde brauchen, gewährleisten, aber auf der anderen Seite Strukturen haben, in einem solchen Institut, wo wir sehr schnell, agil, flexibel, projektorientiert, mit flachen Hierarchien für den Nachwuchs Projekte organisieren können und mithelfen können, mit der Industrie zusammen, mit der Forschung zusammen, mit der Ethik, der Politik zusammen, der Regelsetzung zusammen, diese Dinge tatsächlich auf die Straße zu bringen. Und wenn wir das nicht schaffen, glaube ich, also ist ein absolut, für mich ein absolut entscheidender Punkt, dass wir das schaffen. Ansonsten werden wir zurückfallen. Es nützen uns Milliarden von Forschungsgeldern nichts, die ins autonome Fahren gehen, wenn am Schluss die Regelung nicht da ist. Und diese Erfahrung machen wir gerade. Unser Herr Schrader hat ein großes Projekt beim BMW mit 80 Millionen beantragt. Und alle sind zusammengekommen, um dieses Projekt dann auch weiterzuführen. Und das ist die Idee. Und damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass wir das in die nächste Regierung bringen, dass es Anklang findet. Ich denke, und das Kuratorium denkt es, also das ist ja bei uns letztendlich auch unterstützt vom Kuratorium und das Kuratorium hat zu großen Teilen mitgearbeitet, viele, die hier sitzen, sehr engagiert mitgearbeitet, dass das ist, was wir ein wesentlicher Teil dessen ist, was wir brauchen, um die Zukunft tatsächlich in solchen geregelten, komplexen, sehr komplexen Systemen gestaltet zu bekommen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.